Genau. So, da. Ach ja, ich habe die Öfen abgebaut. Die habe ich hier. Da. Naja, mich an. Ich habe mich trotzdem erschrocken. Ich platziere mal ganz kurz hier die Öfen. Kohle, 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 Kohle. Wir haben doch noch Kohle gehabt. So, eine Kohle ist immer 8, ne? Ja, dann können wir uns hier auch ein bisschen schicker das hier einrichten. Also was heißt schicker? Wir können dann mal anfangen, ein bisschen die bösen Wesen begutachten. Ich habe gerade eine Werkbank in der Werkbank gemacht. Ich krieg die Krise. Was mache ich hier immer? Ich hätte am liebsten noch so einen, vielleicht so einen zweiten Eingang, ne? Der Seite, maybe. Da können wir halt einplanen. Also, ich will hier keinen Schülerwettbewerb gewinnen. Aber ich glaube, zum Schülerwettbewerb gewinnen ist das hier auch der falsche Film hier. So, mal hier unsere geile Glaswand, da können wir nicht mal draußen sehen. Was hier im Verborgenen abgeht. Es sieht aus, als hätte so ein Minecraft-Typ, der gerade anfängt, Minecraft zu spielen, das Ding hier gebaut, ne? Ist schon unangenehm. Aber naja, das ist ja auch nur ein Modpack. Gut, was heißt nur Modpack, ne? Man kann sie ja trotzdem nicht geben, ich weiß. Warte mal, ich habe doch noch so rote Türen, ne? Die Tür ist schon wieder auf. Das heißt, es wird Nacht.
Vermutlich. Ich freue mich schon, die Schatten der Nacht begutachten zu können. Okay, die Tür geht von alleine auf. Ich meine, das ist ja ein horrorbasierendes Modpack. Das wird mir doch nicht erlauben, einfach eine sichere Unterkunft zu haben, oder? Daran glaube ich irgendwie nicht so. Dass das, was mich selber hier gerade ein bisschen unsicher macht. So, platzieren wir mal hier ein paar Öfen. Werkbank. Mal da. Plötzlich höre ich hier so Schritte. Habt ihr auch gehört? Okay. Ich habe gesagt, hier ist irgendwas ganz komisch. Du bist es auch. Ich mach das jetzt mit einem Button. Habe ich noch Cobblestone? Ich will hier von hier unten. Ich mach hier Eisentüren rein. Das ist ja der Wahnsinn. Hallo? Bin froh, hier in Sicherheit zu sein. Aber auch die Button, ne? Kann ich bitte... Und eigentlich kann ich doch in mit Druckplatten arbeiten, so, ne? So, dann machen wir nochmal so eine Druckplatte hier rein. So, fühlt sich ja schon alles safer an hier. So, jetzt machen wir uns das hier noch ein bisschen schicker.
Solange dieses Gestirne draußen ist, ist das alles halb so wild. So, jetzt mache ich euch hier nochmal weg. Zu mir. Ich scheine aber normale Zombies zu sein. Dinger sind schon gruselig, muss man ehrlich sagen. Ich will die eigentlich gar nicht hier reinplatzieren, allerdings. Schon creepy. Deswegen will ich die eigentlich schon hier haben. Wird sie bestimmt der NPC da bestimmt noch ziemlich sicher. So im Sinne von, was macht der da? Oh, warte, jetzt lass ich mal hier noch ein bisschen Holz, machen wir ein Dunkel. So. Alter, was ist denn da lang geflitzt? Ich merke einfach, dass jede Menge böse Sachen hier sind. Wir machen hier so ein paar Treppen. Lass mir das Ganze noch ein bisschen mehr nach was aussehen. Alter. Nee, so. Ich will jetzt nicht nochmal da so gegenlatschen. Okay, der spottet böse Bienen. Stinkt nach Honig. Bist du? Okay.
merke schon alles normal. Okay. Alles normal hier, Minecraft. Ich spiele ein ganz normales Minecraft. Eine Idee. Okay, crazy, crazy. Gut, dann richten wir uns hier mal weiter ein. Machen wir hier oben daraus eine Plattform. Warum nicht? Ja, warum nicht, ja. So. Und hier nochmal so eine Art Treppe. Of Chaos. Okay. Seed of Chaos. Das hört sich alles nicht gesund an. Ich hätte auch Amboss irgendwo hier platziert. So Amboss Alarm 2. Genau. Nehme ich euch mal mit. Kommt mit den. Da kommt mit hier hoch. Ihr könnt hier oben sein. Aber es ist schön, die mal. Oh, ich kann da auch Sachen reinlegen. Das ist ja auch schön. Aber ich würde dich gerne als Tisch benutzen. Tatsächlich. Ja, ich schmeiß jetzt hier mal ein paar Sachen rein, ne? Alles soweit gut. Gut, die Pfeile behalte ich. Ah, wie der Freund da vor der Tür abgegangen ist, das war ja schon. Das war crazy. So, aber auf jeden Fall möchte ich hier
sollten auch irgendwie so einen Untergrund haben. Jetzt nicht das hier. In anderer Form. Machen wir so, mit das Ganze ein bisschen natürlicher aussieht. So. Wenn ihr bestimmt noch viel Deko-Stuff finden, wo wir hier überall platzieren werden. Aber wir müssen ja auch vielleicht. Aber Essen haben wir, brauchen wir eigentlich noch nicht, ne? Ich würde sagen, dass wir hier noch irgendwie einen Untergrund bauen. Aber das machen wir tatsächlich erst in der nächsten Folge. Ja? Ich bedanke mich für heute fürs Zuschauen. Gehabt euch wohl bei dieser ganz gruseligen Map hier. Und was heißt Map? Das ist ja keine Teleshop, das ist Modpack. Ade, ciao. Tschüss. Das ist voll die coole Mucke. I like that.